Okay, der hat jetzt irgendeinen Alarm. Hat er jetzt Alarm gedrückt? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Wie zu Ende des letzten Videos bereits gesagt, steigen wir jetzt hier in unser feines Transportgerät und gehen mal spaßhalber auf die Rebellionsinsel. Und schauen mal, was da passiert. Und sollte da gar nichts gehen, dann wissen wir, okay, wir müssen tatsächlich zuerst diese Flagge holen. Wie wir an diese Flagge kommen, weiß ich bis dato leider immer noch nicht. Beziehungsweise ich weiß, wie wir da rankommen, aber ich weiß nicht, wie ich das Museum in einen solchen Zustand bekomme, dass ich da mit dem Jetpack durchfliegen kann und die Flagge klauen kann. Aber das wird sich hoffentlich jetzt irgendwann mal offenbaren. Irgendjemand muss mir etwas darüber erzählen. Das weiß ich. Und irgendjemand muss mir dann, also genau dieser jemand muss mir dann sagen, ja, man müsste fliegen können. Warum zu Manfrock zurück, verdammter Spion? Ja, genau das war's. Genau das war's. Ich muss diese Flagge nämlich tatsächlich an den Segler hier hissen. Ja, dann war das schon mal nichts, ne? Ich muss unbedingt in dieses Museum und ich muss unbedingt diese Flagge dort klauen. Ah, jetzt sind wir schon wieder quasi. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Ja, jetzt müssen wir gucken. Gehen wir zurück auf die Hauptinsel, gehen wir zurück auf die Insel Proxima? Ich weiß es nicht. Ist jetzt ein bisschen knifflig. Wo möchtest du hin? Proxima. Also ich gehe auf alle Fälle mal auf die Insel Proxima, weil ich brauche ja dieses. Ich brauche hier diese Flagge. Ich muss mich jetzt irgendwie. Ich muss mich jetzt irgendwie versuchen zu erinnern, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall kann ich es aber jetzt nochmal probieren, mit dieser Schatzkiste. Ich habe ja jetzt erfahren, dass da dieser Schlüssel drin sein muss für das Tor in der Höhle neben Twinsons Haus. Dass ich allerdings so einfach an diese Kiste komme, beziehungsweise an den Schlüssel, das glaube ich eben auch nicht. Das glaube ich nämlich auch nicht. Naja, wir probieren es jetzt einfach mal an diese Kiste ranzutreten. Mir fällt leider echt nichts anderes mehr ein. Warte mal, vielleicht steht hier was. Einlass nur mit vorschriftsmäßiger Garderobe. Was heißt das? Einlass nur mit vorschriftsmäßiger Garderobe. Muss ich mir was anderes anziehen? Marinemuseum Eintritt Kinder 3 Kasches. Erwachsene 5 Kasches. Ja, also ich weiß nicht. Kriege ich andere Garderobe, wenn ich legal ein Ticket erstehe? Ich weiß es nicht genau. Totenkopfflagge. Piratenemblem, das dem berühmten Kapitän Einauge gehörte. Ja, die brauche ich. Die will ich haben. Da unten lang darf ich nicht. Da erkennt mich sofort der Kollege und schlägt Alarm. Ich versuche jetzt, wie gesagt, nochmal an diese Truhe zu treten, in der Hoffnung, dass ich da jetzt vielleicht doch irgendwie diesen Schlüssel ergattern kann. Gleichzeitig denke ich aber, ich muss das im gleichen Atemzug holen. Das ist da wieder die alte. Lass die erstmal weggehen. Im gleichen Atemzug holen, wie ich die Flagge hier aus diesem Museum entwende. Schatz des Kapitäns Einauge. Dieser Truhe, die das gesamte Werk eines unehrlichen Lebens enthält, hat sich der Fiskus bemächtigt,
der einzig heute bekannte Beutelschneider dieses furchtbaren Piraten. Okay. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin absolut nicht sicher, wie ich das hier machen soll. Wie finde ich denn raus, wie das mit dem Museum funktioniert? Okay, der hat jetzt irgendeinen Alarm. Hat er jetzt Alarm gedrückt? Okay. Der lässt sich aber auch sonst nicht irgendwie. Du hast so aufhalten hier. Okay. Ich hau trotzdem einfach mal ab. Also, liebe Leute. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich bin erschüttert. Aha. Hä? Also ich löse den Alarm für das Museum im Gefängnis aus. Ist okay. Ist okay. Also, ohne dass mir jetzt... Also normalerweise muss mir jemand sagen, ja, man müsste fliegen können, um sich hier drin fortzubewegen, wenn man, wenn der Alarm an ist. Also erstmal die Flagge. Hier fährt auch so ein Gerät rum, welches Bewegung erkennt. Also man sollte anhalten. Soeben eine Piratenflagge entwendet. Ja, und jetzt soll ich noch nach oben diesen Schlüssel da aus dem Ding holen. Da oben fahren mehrere von den Dingern rum. Und da unten ist andere Geschichte. Aber ich sollte an diese Schatztruhe ran. Na, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Wir probieren's. Wir wissen ja jetzt, wie der Alarm angeht. Also das hatte ich jetzt wirklich beim besten Willen nicht mehr in Erinnerung, dass man das Ding ausgerechnet da in diesem Gefängnis aktiviert. Also null Checkung, ganz ehrlich. Jetzt hoffe ich nur, dass ich unbeschadet einigermaßen zu der Truhe komme. Twinsen bewegt sich ja nur leider aktuell auch nicht wirklich schnell. Und jetzt habe ich schon abgesetzt, ne? Hat man jetzt gemerkt. Und jetzt werde ich dementsprechend auch erwischt. Okay. Dass man hier den Alarm auslösen muss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der immer noch aktiv ist. Guten Tag. Glauben Sie es mir oder auch nicht, aber das Museum ist gut geschützt. Ich habe gerade diesen Knopf auf das Alarmsystem angeschlossen. Sobald man darauf drückt, wird das Gebäude geräumt. Es bleiben nur ein oder zwei automatische Wachen. Dies löst vor allem eine Vielzahl von Sensoren unter dem Parkett aus, die sofort Alarm auslösen, sobald sie das kleinste Gewicht wahrnehmen. Man müsste fliegen, um sich dort fortbewegen zu können. Es ist jener Dico, der uns diese Information gibt. Guten Tag. Nein. Guten Tag. Glauben Sie es mir oder auch nicht? Glaub's dir. Ist das jetzt an oder ist das aus, der Alarm? Guten Tag. Glauben Sie es mir oder auch nicht? Aber ich muss ins Museum. Ich hoffe ja mal, dass der Alarm jetzt noch an ist. Nicht, dass ich wieder hierher kommen muss, um den Alarm wieder auszulösen. Das ist ja unglaublich. Oh. Anscheinend hat es einen Diebstahl gegeben. Die Besichtigungen werden später fortgesetzt.
Ich habe meine meine Piratenflagge. Man könnte sie auf einem Boot hissen. Ja. Okay. Anscheinend hat es einen Diebstahl gegeben. Die Besichtigungen. Ja. Lass mich mal machen, Jungchen. Ich habe meine Flagge. Ich mache jetzt hier mal auch eine Zonenspeicherung. So. Und versuche jetzt mal mit meiner Magnetkarte da reinzukommen. Das geht sogar. Der Alarm ist wieder aus. Okay. Ha. Naja, gut. Wisst ihr was? Ich gehe mal wieder. Ich gehe mal wieder. Ich gehe wieder. Versuche jetzt trotzdem nochmal den Alarm auszulösen. Wenn das jetzt nicht mehr geht, dann geht das mit dem Schlüssel auch nicht, dass ich da irgendeinen Schlüssel aus der Truhe holen muss. Oder muss ich den tatsächlich auch später holen? Das kann ja durchaus sein. Also wenn ich jetzt nicht nochmal Alarm auslösen kann, dann hat sich das mit dem Schlüssel ja auch erledigt. Okay, jetzt habe ich wieder Alarm ausgelöst. Wir gehen jetzt wieder ins Museum. Schnurstracks. Du lässt mich in Ruhe, will ich gar nicht wissen. Okay, ich komme also von hier aus auch nicht rein. Das heißt, ich muss über die Kanalisation gehen. Aber da vergewissern wir uns jetzt aber gleich so schnell wie möglich. Deswegen zoome ich jetzt auch möglichst weit weg, ob denn überhaupt unser Aufzügchen da, oh, da drüben unten ist. Aber so weit guckt er mir jetzt gar nicht. Ich kann mich auch nicht so genau erinnern, dass ich da beim früheren Durchspiel meinen Schlüssel aus dieser Kiste holen musste. Ich sage mal, ganz wichtig ist jetzt erstmal die Piratenflagge. Wo willst du hin? Sehen wir Wenig später. später. Ich versuche jetzt erstmal aktiv die Flagge hier anzubringen. Nein, zurück. Und, habe ich die jetzt dran gemacht? Wo willst du hin? Na ja, gehen wir mal zur Auf die Rebellionsinsel. Rebellion-Insel. Aber jetzt müsste doch hier eigentlich die Piratenflagge dran sein. Ah, ich habe sie da hinten dran, das kleine schwarze Dreieck, das ist die Piratenflagge. Okay, ich habe gedacht, die ist irgendwie deutlich sichtbarer, irgendwie oben oder so. Aber die ist jetzt tatsächlich am Bötchen dran. Das heißt, auf der Rebellionsinsel müssten wir jetzt eigentlich mit offenen Armen empfangen werden. Und Tee und Keksen. Schauen wir mal. Siehste, da kommt doch kein Kommentar hier. Geht zurück zu Funfrock und so. Die freuen sich, dass wir da sind. Und wie schnell auch so 20 Minuten rum sind, ist unglaublich. Beim Zocken vergeht die Zeit wie im Fluge. So. Jetzt sind wir zumindest mal hier. Was sagt der Kamerad hier? Guten Hallo. Tag. Hallo. Der Flagge nach, die du gehisst hast, hast du die Freiheit gewählt. Oberleutnant Krapp ist unten im Schützengraben. Geh zu ihm und er wird dir sagen, wo du unsere Anführer finden kannst. Alles klar. Diese finden wir allerdings erst im nächsten Video, denn für dieses Video ist es mal genug an dieser Stelle. Im nächsten Video geht es an exakt gleicher Stelle dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte ein Däumchen nach oben da lassen oder vielleicht einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, sogar ein Abo. Herzlichen Dank dafür und tschüss.